Hey Leute, und hier bin ich wieder mit Mystery Dungeon Pokémon, ganz genau. Und ja, jetzt geht's weiter mit der Story und mit den Bonus-Episoden. Das lassen wir dabei aus, weil, ja, wir wollen ja schließlich noch ein bisschen die Story erforschen. Und die Bonus-Episoden, die kommen, ja, einfach so spontan herbeigraust. Wir machen ein bisschen Story und dann kommen, was weiß ich, dazwischen mal ein... Eine Bonus-Episode und ja, und dann geht's immer so weiter. Und ja, jetzt geht's weiter. Raus aus den Betten! Es ist morgen! Oh ja, das hat uns völlig gefehlt. Dun, dun, dun. So, und dann geht's gleich ab. Zum Kapitel, wie hat das Kapitel geheißen? Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gelesen. So, und drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Okay, Pokémon. Seine an die Arbeit. Okay. Dann arbeiten wir jetzt. Tja, machen wir uns wieder ans Training, Roxen. Geben wir unsere richtige Mühe. Gut. So gefällt ihr mir. Mit Schwung in den neuen Tag. Ich bin beeindruckt. Mal sehen, ob ihr diesen Schwung heute auch gut nutzen könnt. Was? Du kannst den Fuß aber nicht identifizieren? Was soll das heißen? Ich versuche ja, es dir zu erklären. Ich kann nicht erkennen, was ich nicht kenne. Oh, 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 oh. Da ist Stress angesagt. Wo liegt das Problem? Auf dem Gitter steht ein Pokémon, dessen Fußabdruck wir nicht identifizieren können. Dicta ist... Was? Dicta ist ein hervorragender Wachposten. Es kommt selten vor, dass er bei einem Fußabdruck passen muss. Diese beiden Wachdienst hätten, wäre es keine Überraschung. Oh ja. Ja, genau. Dicke macht also nie einen Fehler. Was? Was war dann, als wir das erste Mal zur Gilde kamen? Da habt ihr den Fußabdruck von Roxen nicht erkannt? Nicht wahr, Roxen? Mhm. Hm. Wie bitte? Du willst unseren Gildenmeister treffen? Dein Name ist Zwierfinst? Oh, einen Moment bitte. Zwierfinst? Der weltberühmte Zwierfinst? Zwierfinst? Oh nein, nicht der Zwierfinst. Ich kenne ihn nicht mal, aber tun wir einfach so, ob wir ihn kennen. Zwierfinst? Danke für deinen Besuch. Welch eine Ehre. Ach was, das ist doch selbstverständlich. Es ist mir eine Ehre. Es bereitet mir das größte Vergnügen, die Knoblauchgilde zu besuchen. Sie ist berühmt. Hey, Krakello. Was willst du? Wer ist dieser Besucher? Was? Ihr habt nichts von Zwierfinst gehört? Der berühmte Erkunder? Also, okay, ich kenne ihn nicht. Das überrascht mich eigentlich nicht. Er ist erst seit kurzem bekannt. Er ist aus dem Nichts aufgetaucht, wie ein Komet. Er wurde über Nacht berühmt. Über Nacht? Habe ich richtig gelesen? Über Nacht? Deine Fähigkeiten als Erkunder sollen ganz außergewöhnlich sein. Ist er also wirklich so eine große Nummer, dieser Zwierfinst? Oh ja, ich habe noch mehr über ihn gehört. Er geht die Dinge anders als alle anderen an. Erstens arbeitet er nicht in einem Team. Er erkundet immer allein. Allein? Genau, dazu muss er sich seine Fähigkeiten ziemlich sicher sein. Aber wisst ihr, was noch unglaublicher ist? Sein unheimliches Wissen. Es scheint nichts auf der Welt zu geben, das er nicht weiß. So viel ich weiß. Ah, so viel weiß er. Okay, so viel weiß er, Leute, also... Vielleicht weiß er auch, welche Unterwäsche ich trage. Nein, das will ich jetzt nicht sagen, aber ja. Wow, er weiß wirklich so viel? Oh ja, er weiß so viel. So lautet das Gerücht. Aber sein Wissen hat er schon durch viele erfolgreiche Kunden bewiesen. Viele Pokémon bewundern Zwierfinst für seine Leistungen. Darum weiß ich, dass die Gerüchte über seinen großen Wissen stimmen. Aha, aha, aha. Kommt Zwierfinst hier oft zu Besuch? Nein, das ist das erste Mal. Darum hat Dicta ihn nicht erkannt. Ich glaube, der Gildenmeister trifft ihn auch gerade zum ersten Mal.
Was? Warum ist er dann so freundlich? Tja, so ist es unser Gildenmeister eben. Sogar wenn er jemanden zum ersten Mal trifft. Verstehe. Nun, das muss eine ziemliche Enttäuschung für deine Gilde gewesen sein. Ja, die Sektion war reine Zeitverschwendung. Wir haben nicht das Geringste herausgefunden. Ich hatte gehört, dass die Knullhof-Gilde eine Explosion zur Suche nach den Nebelseen plante. Ich kam hierher in der Hoffnung, etwas über euren neuesten Triumph zu hören. Tut mir leid, wir haben nichts entdeckt. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Ich bin darüber nicht unglücklich. Immerhin war es ein Anlass, euch zu besuchen. Ich habe vor, eine Weile in Schattstadt zu bleiben. Okay. Darf ich während meines Aufenthalts Gelegenheit vorbeikommen? Hm, das weiß ich nicht. Ich bin hier der Boss. Na gut, Lulu ist der Boss. Euer Gilde erhält immer die neuesten Nachrichten. Eine gute Quelle wäre sehr hilfreich für meine Erkundung. Kein Problem. Wir haben hier ständig Besuch vor anderen Erkundungsteams. Du bist jederzeit willkommen. Alle herhören! Dies ist Zwirfinst. Er wird sich eine Weile in den Schatzstadt aufhalten, behandelt ihn mit besonderem Respekt. Zwirfinst ist sehr berühmt und sehr belesen, okay. Ich bin mir sicher, dass jeder gerne seinen Rat hören würde. Aber übertreibt es nicht, wir wollen ihm nicht zum Last fallen. Okay. Nun, Pokémon, unser Gast ist zwar... Moment, meine Musik ist etwas zu laut. Zwar eine Berühmtheit, aber er spart uns die Peinlichkeit, in den Autogramm zu bitten. Ach was, wenn ihr Autogramme wollt, lässt sich das sicherlich einrichten. Aber Ratschläge, das bringt mich in Verlegenheit. Ich kann kaum einen Ratschlag erteilen. Ich bin jedoch froh, wenn ich euch in irgendeiner Weise dienen kann. Wenn ihr irgendeine Bitte an mich habt, zögert nicht, mich zu fragen. Okay. Jawohl, ja. Es ist mir eine Ehre. Ich bin überglücklich, dich kennenzulernen zu haben. Oh ja. So, Pokémon, ihr könnt gehen. Okay. Dann gehen wir jetzt. Ich glaube, ich werde mich ein wenig in Schatzstadt umsehen. Ihr könnt euch jederzeit an mich wenden. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Oh, ihr zwei. Ja, was gibt's denn? Um auf das zurückzukommen von der... Okay. Eure Aufgabe für den heutigen Tag ist... Ich will, dass ihr euch... Job und Garderobe. Wieder dasselbe, wieder dasselbe, wieder zum Alten. Okay. Und ich dachte, wir machen was Neues. Mann. Wo schauen wir erst rein? Zugang... Wer sind die da? Hallo? Dann haben wir es euch nicht geschafft, Hinweise zu finden. Aha. Dann schauen wir mal, was wir da Schönes finden. Okay, Feuchtklippe, Stachelberg. Wir können mal zum Stachelberg, da machen wir nicht. Okay, irgendjemand. Rette, Zierbrutze, okay. So, Seeung exkutieren, Pokémon vermisst, suche nach Schluppuck. Okay, rette und suche. Wir können das mitnehmen. Ja, das war's. Stachelberg machen wir es. Ausüben, ausüben. Warte, vielleicht gibt es bei der Ganoven-Liste auch was für ein Stachelberg. So. Ganoven-Info-Byte dabei. Stachelberg, da haben wir schon gleich eins. Hole das Diebesgut zurück. Hole das Diebesgut zurück. Okay. Gibt es auch irgendwas? Klingt irgendwie so komisch. Ja, machen wir das auch. So, Jobliste. Stachelberg ausüben. Stachelberg ausüben. Okay, dann muss man E5, E6, E7 und was ist das? Aha, okay. 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 Dann geht's jetzt mal los. Oder wollen wir mal zur Schatzstadt gehen und schauen, wo er ist? Oder? Nein, lass mal das. Wir wollen ihn nicht belästigen oder was weiß ich sonst. So, Stachelberg und los geht's. Dun, 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 dun. Ja, ja. Okay, und da geht schon gleich los. Ups, falsche Taste. Gleich am Anfang.
So, Rucksack hin und ich bin jetzt schon stärker, Leute, geworden. So. Aber dafür, ja. Ja, also, ja, also, ja. Ja, so, also gut. Welche Ebene war das? Ich glaube, irgendwas mit 5 hat es begonnen oder so. Oder 4? Ich habe gar keine Ahnung. Na egal, auf jeden Fall. Wieso gehe ich zu den Gegnern hin? Das habe ich... Okay, gut. Hey, der will ein Freund sein. Na klar kannst du unser Freund sein. Ja klar, ja, wir geben ihm den Namen. So, Leute. Boah, wem nehme ich denn bloß? Ich weiß nicht. Ich habe mir hier gedacht, dass ich jeden... einen Abonnent benenne, ein Pokémon oder so. Weiß nicht. Wenn ihr zufrieden seid, kann ich ihn so nennen. Ich weiß nicht. Ich nenne einen Abonnenten, der immer schön einen Kommentar schreibt. Ist mir schon aufgefallen. Und ja. So. Und das ist... Ich hoffe, ich schreibe ihn jetzt richtig. Ich weiß jetzt genau, wie du genau heißt, aber ich denke mal so. Silso oder so irgendwie. Naja, wenn ich dich falsch schreibe, dann tut es mir leid. Aber, ja. Ich hoffe nicht. So, okay. Ja. Ja. So, und jetzt ist er schon dabei. Okay. 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 So. Okay, wir können ruhig mehr Freunde suchen. So, also gut, wo war das jetzt? Jetzt, glaube ich, kommen wir schon langsam zu die Ebene. Nein, noch nicht. Ah, Leute, Leute, Leute. Okay, aber jetzt. Nein. Das ist ein Macholo, der schläft. So, oder? So, oder? So, oh, oh. Oh. Oh, okay. Okay, und... und gleich haben wir... so, okay. So, okay. Okay, jetzt sind wir schon... nein, sind wir noch nicht. Ich dachte, wir sind schon da. Dann war das Ebene 5. Die ich gelesen habe, glaube ich. Habe ich überhaupt gelesen? Ich habe gar keine Ahnung. Ich muss aufpassen, was ich tue. So, ah, du hast eine Zielebene erreicht. Gut. Und welche ist das? Toll. Kein Plan, welche es ist. Entweder suchen oder vernichten. Energiefokus. Ja, dann hast du eine Attacke neu. Energiefokus. Ja, gut, so. Aha, nein, wir gehen aber noch nicht weit. Wir müssen noch was suchen, Leute. Oder was töten, oder... pff, keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Es ist ja spannend, Leute. Okay. Ja, auf Silberblick zu machen. Das tut in die Augen weh. Und ja. Ah, Pamplam, du bist Flammenrad. Ah, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Attacke. Die werden wir ganz schön lange behalten, weil die ist stark. So. Okay. Oh, da war er gerade gewesen. Schnell hinrennen. Ach Mist, jetzt lass mich in Ruhe. So. Nein, nicht Item. Nein. Nein. Ja. Hallo. Zipurze. Ja, Zipurze. Geh weg, Zipurze. Nein, wir bleiben noch da. Bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. So. Den machen wir jetzt platt. Oder doch nicht? Aha. So, und Macholo ist wieder gestiegen. Mann, Macholo, du steigst aber ganz schön schnell. So. Okay. Okay, Moment. Wo ist das? Wo ist das? Da links. Da links ist unser Weg raus. Okay. Okay. Oh. Oh. Dann habe ich wohl... oh, wieso setze ich Konter ein? Ach, egal. Hat Style. So. Kraftwelle. Okay. 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 So, weiter. Stachelberg. Oh, ein Ganova. Ertongung sehen. Weg hier. Was? Was redest du da? Bist du unser Feind?
Ich denke mal schon. Greift ihn an! Er flieht! Er ist wirklich geflohen. Was soll das? Ist jetzt die Mission gescheitert oder wie? Weil er geflohen ist? Och nee, oder? Na super. Okay, jeder stellt sich schon brav an. Jeder will vom Bamflampf vernichtet werden. Oder vielleicht auch nicht. Okay, da rennen wir gerade in den Kreis. Machalo ist tot. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was hat er da gelegt? Was ist das? Aha. Mann, das ist ganz schön stark, dieses Pokémon. Oder ist das ein Ganove? Das sieht so aus wie ein Ganove. Ja, du bist bestimmt ein Ganove. Die machen mir platt. Ja, so geht es den ganzen Tag weiter. Und was ist das auf dem... Was? Marronbeere? Wurde fallen gelassen? Ja. Hier war der Ganove. Ah, was ist das da? Soll ich draufsteigen? Also da, auf die Plattform. Ich steig mal da drauf, vielleicht passiert irgendwas Cooles. Nein, ich will noch nicht. Erst will ich noch gucken, was da... Nein, ich will noch... Ja, ich bin mäßig... Nein! Was? Nein! 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 Moment. Nein, du kannst mich mal lassen? Nein! Was? Was denn? Ja! Oh! Au! 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 Wieso habe ich das bloß gemacht? Oh! Au! Okay. Ich muss dazu lernen, Leute. Also, gut zu wissen. So eine Plattform ist giftig. So. Okay, jetzt will ich den Weg schnell rausfinden. Ich weiß nicht, ob das die letzte Mission war. Von Ding. Aber ich glaube, wir haben 4 gehabt, oder? Haben wir 4 oder 5 gehabt? Oder 3 oder? Mann, ich sollte zählen. Okay. Okay. Ah, gut. So, weiter. Okay. Ah, gut. Dass ich noch nicht gegangen bin. So, Kleinstein, der... Den machen wir jetzt fertig. Zack. Oh, und ein paar... Kleinstein. Kleinstein. Genau, Kleinstein will zu uns gehören. Kleinstein. Wie nennen wir dich? Ja, ja, ich habe schon einen Namen. So, so, so. Wo ist denn das K? Ups. So und so. Okay. Und jetzt schnell auf OK. Damit jetzt keiner sieht. So, jetzt sieht es keiner. Ja, ganz genau. So. Okay. 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 Und schon wieder ein Kleinstein. Oh, wir haben schon voll die Attacken ausgenutzt. Ich habe viel zu wenig Attacken. Ich brauche mehr Attacken. Oh, ja genau, mit den Boxen, da brauche ich ja auch ein Ding. So, ich glaube, das war jetzt die letzte. Wir haben noch viel gehabt. Haben wir... Wir haben 3 erledigt. 2, 1, ja. Die eine ist weg. Ja, ich bin mir sicher. Oder hatten wir noch eine? Egal, jetzt ist schon zu spät. Juhu, wir haben es geschafft. So, na. Ein Heilsamen, das brauchen wir immer. Und das brauchen wir auch immer. Und... Aha. Was? Was? Was gehört er jetzt zu uns? Ich habe jetzt nicht gelesen. Okay, dann nehmen wir ihn. Ich habe gar keine Ahnung. Ist mir wurscht. Ja, okay. Achso, der gehört wirklich zu uns. Okay. Aha. Hi, Samen. Ja. Ja. Ja, jetzt essen wir Spatzen. Trinken. Oh nein, wir trinken nichts. Wir schmatzen nur. Und essen. Tja, ja. Wir sollten etwas schlafen gehen. Ganz genau, das sollten wir. Das sollten wir. Und ich werde hier diesen Part jetzt beenden. Und dann sage ich mal, ciao, bis dann. Und wir sehen uns beim nächsten Part.